der Bibel wird deutlich, dass der Segen von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt hat. Gott segnet seine Schöpfung. Abraham verheißt er seinen Segen und verspricht ihm, dass er selber ein Segen sein wird für andere. Jakob war der Segen Gottes so wichtig, dass er sich die ganze Nacht dafür geprügelt hat und vorher noch seinen Bruder um den Segen betrogen hat. Jesus segnet die Kinder und bevor er zum Vater in den Himmel auffährt, segnet er seine Jünger. Und es waren jetzt nur ein paar Beispiele zum Thema Segen aus der Bibel. Also ihr seht, es scheint ein wichtiges Thema zu sein. Immerhin gibt es ja auch das Sprichwort, was ich vorhin auch gesagt habe, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich finde, trotzdem bleibt irgendwie die Frage, was es mit dem Segen so auf sich hat. Warum sprechen wir Pastoren euch denn am Ende von jedem Gottesdienst den Segen zu? Wie muss man sich das vorstellen? Ist ja keine Art Zauberformel, oder? Also ist so ein Segensgottesdienst doch ein guter Anlass, sich mal genauer in der Predigt mit dem Thema Segen zu beschäftigen. Und dazu müssen wir uns die Bedeutung von dem Wort mal in drei Sprachen anschauen. Das macht nämlich deutlich, was im Segen eigentlich alles drinsteckt. Segen im Lateinischen heißt benedicere. Und wörtlich übersetzt heißt das Gutes sagen. Segen, das sind also Worte, gute Worte, die man zu jemandem sagt. Im Deutschen hängt das Wort mit der lateinischen Vokabel signare zusammen. Ja, das klingt schon eher nach segnen, signare. Und das bedeutet bezeichnen. Ursprünglich war dieses Wort ein christliches Wort und hatte die Bedeutung, das Zeichen des Kreuzes über jemandem zu schlagen. Also sozusagen jemandem mit bekreuzigen, jemanden mit dem Kreuz bezeichnen. Also kann man sagen, segnen ist auch eine Handlung. Es sind gute Worte, die ich spreche, und es ist eine Handlung. Und das hebräische Wort für Segen ist Beraka. Und damit ist eine Kraft gemeint, die von Gott ausgeht und sich auf Menschen, Tiere und Dinge überträgt. Und das Alte Testament, das ist voll von Segen. Über 400 Mal kommt das Wort im Alten Testament vor. Segen geht von Gott aus, ja, es ist eine Kraft. Und der Mensch kann also Worte sagen, gute Worte aussprechen über jemandem und auch Handlungen vollziehen, also zum Beispiel jemanden bekreuzigen. Ich hatte in der Schule früher, waren meine besten Freundinnen katholisch und wenn ich bei denen übernachtet habe, dann hat der Papa immer abends am Bett mit denen gebetet und ihnen dann ein Kreuz auf die Stirn gemalt. Ja, also das ist so eine Zeichenhandlung. Da hat er sie eigentlich für die Nacht gesegnet. Aber ob jetzt die gut gemeinten Worte, die ich spreche oder die ihr vorhin der Gemeindeleitung zugesprochen habt, dann tatsächlich Wirklichkeit werden, das liegt allein bei Gott. Der Wortbedeutung nach kann man zusammenfassend also sagen, Segen, das ist menschliches Wort, menschliche Handlung und Gottes Kraft, die da zusammenkommen. Und ich habe als Predigttext zum Thema Segen den Segenstext ausgewählt, den wir tatsächlich oft am Ende des Gottesdienstes beten, nämlich den sogenannten aaronitischen Segen aus Numeri 6, die Verse 22 bis 27. Und ich lese die nach Luther, weil das Segensgebet in der Übersetzung, glaube ich, am bekanntesten ist und jeder das schon so im Ohr hat. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Bevor es weitergeht, muss ich mal hier was höher stellen. Ja,
dieser Segen, der ist schon fast 3000 Jahre alt. Der stammt aus der Zeit, als das Volk Israel eine lange, lange Wanderung durch die Wüste machen musste. Und die war, wie ihr wahrscheinlich wisst, nicht ohne diese Wanderung. Ja? Das war nicht so eine, wir gehen mal eine Runde in den Alpen wandern, sondern die hatte es in sich. Nahrung und Wasser waren knapp, die Zeit lang und das Ziel nicht absehbar. Umso wichtiger, dass jemand ihnen Gutes zusagt, dass jemand dabei war. Und deshalb befiehlt Gott den Anführern Mose und Aaron, dass sie das Volk segnen sollen. Da heißt es, sie sollen seinen Namen auf die Israeliten legen. Ich finde, allein das klingt erstmal irgendwie seltsam, oder? Gottes Namen auf die Israeliten legen. Dieses Segensgebet, also der aaronitische Segen, wird Aaron und seinen Söhnen anvertraut. Also diejenigen im Volk Israel, die für das Priesteramt zuständig sind, damit sie als Priester mit diesem Gebet die Israeliten segnen. Und indem der Priester den Namen Gottes über dem Volk ausspricht, beziehungsweise den Namen auf das Volk legt, hat das Volk, weil es Gottes Volk ist, also sein Eigentum, Teil an seinem Segen. Jetzt spricht das Neue Testament vom Priestertum aller Gläubigen. Da gibt es nicht mehr Aaron und seine Söhne, sondern wir sind alle Priester. Was zur Folge hat, dass dieses besondere Segensgebet nicht mehr nur den israelitischen Priestern vorbehalten ist, sondern wir einander zu Priestern werden. Wir dürfen uns gegenseitig den Namen Gottes auferlegen. Und das haben wir gerade ganz praktisch gemacht, als wir die Gemeindeleitungsmitglieder gesegnet haben. Wir sind einander zu Priestern geworden. Ihr habt euch gegenseitig gesegnet. Ich muss nicht als Pastorin hier von vorne das allein machen, weil mir das vorbehalten ist. Ihr seid einander da zu Segnenden geworden. Und auf diese Weise können wir ganz praktisch füreinander vor Gott einstehen. Wir legen Gottes Namen auf einen anderen Menschen und stellen ihn somit unter Gottes Segen und Führung. Versteht ihr, wie ich das meine mit dem Namen auflegen? Da legen wir ja ganz symbolisch und praktisch die Hand auf jemanden. Das erinnert mich daran, den Namen Gottes auf den Menschen legen. Ne? Da fühlt man richtig das, dieses, was aufgelegt bekommen, im positiven Sinn, nicht eine Last auferlegt bekommen, sondern Gottes Namen auferlegt bekommen. Ja, dieser aaronitische Segen, der heißt aaronitischer Segen, weil Aaron als erster Priester ihn übermittelt bekommen hat. Der beginnt mit den Worten, der Herr segne dich und behüte dich. Gemeint ist hier mit dem Segen der Wunsch, dass Gott dir Leben schenkt. Wir haben nicht nur einmal am Anfang mit unserer Geburt das Leben geschenkt bekommen, sondern Gott schenkt uns jeden Tag aufs Neue Leben. Und der Wunsch, dass Gott dir alles dazu gibt, was du für ein gelingendes Leben brauchst, für ein gutes Leben. Fest dazu gehört zum Beispiel der Wunsch nach Schutz und Bewahrung. Das wird hier durch das Wort behüten ausgedrückt. Ja? Also im Alten Testament ist dieser Segenswunsch immer auch an den Wunsch nach Bewahrung und nach Schutz gekoppelt. Vielleicht erinnert ihr euch an Daniel, der letzte Woche mit dem neuen Land hier war. Der hat seinen Schäferhut mitgebracht und kurz aufgesetzt in der Predigt und gesagt, er ist gut behütet. Und das ist es doch, was Hirten tun. Sie behüten ihre Schafe. Sie sorgen sich darum, dass sie genügend frisches Wasser und Gras haben, darum, dass keins verloren geht oder auch, dass Verletzungen behandelt werden. Und wer diese Zusage für sich annimmt, der weiß, Gott achtet auf mich. Er sorgt dafür, dass ich genug habe. Ich muss keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Ich muss mich nicht um meinen Platz in der Gemeinschaft sorgen. Er sorgt dafür, dass ich einen Platz bekomme. Gott als Hirte kümmert sich um mich, wenn ich mich verirrt habe, um meinen eigenen Weg zu gehen. Er behütet mich. Ich habe jetzt mal versucht, diesen aaronitischen Segen in eigene Worte zu fassen, die den Inhalt von dem, was ich gesagt habe, noch ein bisschen konkreter zusammenfassen.
dann würde dieser erste Vers, der Herr segne dich und behüte dich, vielleicht so lauten. Der Herr schenke dir gelingendes Leben und er sorge für deine Bedürfnisse. Weiter heißt es dann im klassischen aaronitischen Segen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Ein leuchtendes Angesicht meint auch in der Bibel nichts anderes als ein strahlendes Gesicht. Und jemand, der mich so anschaut, mit strahlendem Gesicht, der muss mir zugewandt sein und der muss Gutes für mich im Sinn haben. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der mich strahlend angeschaut hat und eigentlich böse Pläne hatte. Ich kann mir das am besten vergleichen mit Erwachsenen. Es muss nicht mal das eigene Kind sein, aber ich finde, wenn man so ein Baby sieht, oder? Dann kriegt man doch automatisch so ein Strahlen auf dem Gesicht. Und wenn es dann noch zurücklächelt, dann kann man gar nicht anders, als entgegenzustrahlen. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Du bewirkst bei Gott so ein Strahlen im Gesicht. Die Freude über dich ist so groß. In einer anderen Predigt zu diesem Text habe ich eine Geschichte gefunden, die ich euch vorlesen möchte und die ganz gut zu dieser Stelle mit dem Lächeln passt. Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt Gott treffen wollte. Er war sich darüber bewusst, dass der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ein sehr langer war. Also packte er sich einen Rucksack voll mit Cola-Dosen und mehreren Schokoladenriegeln und machte sich auf die Reise. Er lief eine ganze Weile und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute, die vor ihr nach Futter auf dem Boden suchten. Der kleine Junge setzte sich zu der Frau auf die Bank und öffnete seinen Rucksack. Er wollte sich gerade eine Cola herausholen, als er den hungrigen Blick der alten Frau sah. Also griff er zu einem Schokoriegel und reichte ihn der Frau. Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. Und es war ein wundervolles Lächeln. Der kleine Junge wollte dieses Lächeln noch einmal sehen und bot ihr auch eine Cola an. Sie nahm die Cola und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. Der kleine Junge war selig. Die beiden saßen den ganzen Nachmittag lang auf der Bank im Park, aßen Schokoladenriegel und tranken Cola, aber sprachen kein Wort. Als es dunkel wurde, spürte der Junge, wie müde er war, und er beschloss, zurück nach Hause zu gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne und drehte sich um. Er ging zurück zu der Frau und umarmte sie. Die alte Frau schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln. Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Gesicht und sagte: "Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?" Der kleine Junge sagte: "Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen." Und sie hat ein wundervolles Lächeln. Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn schon auf sie wartete. Auch er fragte sie, warum sie so fröhlich aussah. Sie sagte: "Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen. Er ist viel jünger, als ich gedacht habe." In Israel hat man mit Gottes leuchtendem Angesicht auch verbunden, dass durch dieses Licht, was von seinem strahlenden Gesicht ausgeht, zum Beispiel Unrecht aufgedeckt wird, dass dadurch Böses und Feinde besiegt werden, dass Gerechtigkeit herrscht und durch all das ein glückliches Leben gelebt werden kann. Also Gottes strahlendes Gesicht über einem Menschen führt dazu, dass Unrecht und Böses keinen Raum mehr haben und stattdessen Recht und Gerechtigkeit mehr Platz gewinnen. Und das ist ja wiederum ganz eng mit der Bitte um Gottes Gnade verbunden. Gott sei dir gnädig ist ja die Bitte darum, dass Gott sich dir trotz aller Vergehen und Fehler zuwendet und dir vergibt. Also auch da dem Bösen keinen Raum gibt, sondern durch seine Gnade für Gerechtigkeit und Wiederherstellung sorgt. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das haben wir nicht verdient. Das haben wir nicht erarbeitet. Das haben wir nicht selbst gemacht. Segen ist immer Gnade, Geschenk, mehr als das, womit wir rechnen können.
Mit meinen eigenen Worten umformuliert könnte der Vers: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, vielleicht heißen: Sein strahlendes Lächeln über dir lasse keinen Platz für Dunkelheit und seine Gnade sei dein tägliches Licht. Enden tut der aaronitische Segen mit: Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Sonst heißt es im Alten Testament mehrfach in Bezug auf Gott, wie auch von gerechten menschlichen Richtern: Sie erheben ihr Angesicht nicht, weder zu den Geringen noch zu den Großen. Das heißt, sie bevorzugen niemanden. Sie sind unparteiisch. Sie lassen sich weder von Geld und Macht der Großen beeindrucken, noch vom Betteln der Geringen bewegen. Sie sind unbestechlich, für alle gleich, ohne Ansehen der Person. Sie schauen nicht an, sie erheben das Angesicht nicht zu jemandem und zu einem anderen nicht. Und was vor Gericht zentral ist, also so unparteiisch zu sein, kehrt sich beim Segen genau ins Gegenteil um. Gott erhebt sein Angesicht zu uns. Das heißt, er ist parteiisch. Er ist ganz auf deiner Seite, ganz für dich. Und dabei ist sein Segen aber so groß und umfassend, dass er für alle reicht. Wenn Gott sein Angesicht zu dir erhebt, für dich Partei ergreift, dann kommen auch deine Nachbarin und sogar dein Feind dabei nicht zu kurz. Gott erhebt nämlich sein Angesicht zu allen, um zu segnen, persönlich und individuell. Und er gebe dir Frieden. Und Frieden fasst eigentlich alles nochmal in einem Wort zusammen, worum es im Segen geht. Und damit ist nicht nur gemeint, dass kein Krieg in der Welt herrscht und wir uns zu Hause nicht streiten, sondern hier geht es um Gottes Shalom. Damit ist immer so ein ganz, also da haben wir im Deutschen gar kein Wort dafür, was es eigentlich im Hebräischen meint. Aber damit ist so ein ganz umfassender Friede gemeint. Ein Friede, den du verspürst, weil es dir wirklich und umfassend gut geht. Weil du zufrieden bist. Glücklich und ruhig und dich sicher fühlst. Das ist alles in diesem Wort Frieden enthalten. Jetzt auch nochmal der letzte Vers in meinen eigenen Worten. Der Herr sei ganz auf deiner Seite und gebe dir seinen alles umfassenden Frieden. Ich fand es spannend, mich mal intensiver mit dem Thema Segen zu beschäftigen. Segen als etwas, das sich durch die ganze Bibel zieht und auch für uns heute selbstverständlich dazugehört. Sei es am Ende vom Gottesdienst oder bei einer Hochzeit, wenn das Brautpaar gesegnet wird. Und trotzdem ist Segen ja was Mysteriöses. Er kann wirken wie so ein Zauberspruch, der plötzlich alles zum Guten wenden soll. Aber das ist natürlich nicht so, ja, und das werdet ihr bestätigen können, dass der Segen nicht automatisch alles gut macht. Segnen heißt nicht, dass ich etwas gut rede oder gut heiße, was nicht gut ist. Segnen meint auch nicht, dass ich etwas absegne, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Von der Wortbedeutung her haben wir am Anfang gehört, ist Segen gut gemeinte menschliche Worte, die durch Gott ihre Kraft und ihre Wirkung entfalten. Und wenn ich als Mensch einem anderen Menschen gute Worte zuspreche, dann ist da oder entsteht da in diesem Moment eine persönliche Beziehung, in der ich mein Gegenüber liebevoll ansehe. Segnen heißt also nicht nur gute Worte machen, sondern segnen heißt auch persönliche Beziehung. Und segnen bedeutet, liebevoll angesehen zu werden. Von dem Menschen, der mich segnet, und vor allem von Gott. Und genau das macht Gott, wenn sein Angesicht leuchtet oder sich über uns erhebt. Er sieht dich liebevoll an. Und daran können wir einander durch das Segnen erinnern. Gott liebt dich. Er meint es gut mit dir.
und er freut sich an dir. Du bringst sein Gesicht zum Leuchten. Und mit so einem Zuspruch, also wenn ich mich so angesehen und so angenommen weiß, kann ich doch ganz anders nach so einem Gottesdienst in die nächste Woche starten, als wenn mir dieser Zuspruch fehlt. Ich denke, ihr alle habt schon mal bei Kindern gesehen, wenn sie irgendwas ganz stolz präsentieren wollen und sagen, Mama, Mama, guck mal, oder Papa, guck mal, was ich schon kann. Und wenn bei uns ein Kind damit anfängt, dann muss das andere auch gleich einsteigen und sagen, Mama, aber guck mal, was ich kann. Und so stelle ich mir das vor. Gott im Segen schaut uns wie begeisterte Eltern, die ihr Kind beobachten, an und sieht uns so richtig, ja? Also er hat dieses Strahlen auf dem Gesicht und ist stolz auf uns und schickt uns mit diesem Zuspruch in die nächste Woche. Und das Schöne ist, dass eben nicht nur ich als Pastorin Gottes Segen über euch aussprechen darf, sondern wir alle ja Priester und Priesterinnen sind und uns gegenseitig segnen dürfen. Jeder und jede hier darf seinen Nächsten liebevoll ansehen und ihm gute Worte sagen, die daran erinnern, dass Gott ihn sieht und ihn liebt. Worte, die nicht nur nette Wünsche sind, wie so, es gibt auch diese irischen Segenssprüche auf so Postkarten, sondern gute Worte, die durch Gott wirklich an Kraft gewinnen können. Und ich ende jetzt nochmal mit dem aaronitischen Segen in meinen eigenen Worten. Der Herr schenke dir gelingendes Leben und er sorge für deine Bedürfnisse. Sein strahlendes Lächeln über dir lasse keinen Platz für Dunkelheit und seine Gnade sei dein tägliches Licht. Der Herr sei ganz auf deiner Seite und gebe dir seinen alles umfassenden Frieden. Amen.